Hallo, Konfuzeier, hier ist sie wieder, eure Josie, mit dem nächsten React-Video auf eine Folge realer Irrsinn. Ja, und zwar wieder von den Kollegen von Extra 3. Und heute geht es um Tunnels und Taxis in Ostfriesland. Und wir schauen einfach mal, was es damit auf sich hat. Ich wünsche euch viel Spaß und schauen wir mal. Die Bahn verbindet. Doch in Sande in Ostfriesland, da trennt sie. Und zwar das Zentrum vom östlichen Ortsteil Siziliengroden. Die Bahn verbindet. Allerdings nicht in der Geschwindigkeit, die sie gerne angeben. Sorry, musste sein. Vor ein paar Jahren war ja noch ganz normaler Bahnübergang. Wie in jeder Stadt und überall auch mit Schranken und so weiter. Somit konnten die Autos und auch die Fußgänger über die Gleise. Und jetzt hat die Bahn neu gebaut und hat das Ganze weggemacht. Oder sie haben einen Tunnel gebaut und der Tunnel ist zu klein, um da mit dem Auto durchzufahren. Wie auch immer. Doch seit April ist die Bahnlinie zum Jade-Weser-Port fertig ausgebaut. Und der direkte Überweg an der Deichstraße wurde dicht gemacht. Ha, hab ich doch mal wieder recht. Juckt halt an der Nase. Hab ich doch mal wieder recht gehabt? Ja. Nachdenken. Er sollte durch einen Tunnel ersetzt werden. Doch der ist noch nicht so ganz fertig. Also ich guck mir jetzt gerade mal dieses Bild an. Ein bisschen verschwommen, ja klar, okay, gut. Hätte ich vielleicht besser treffen können. Aber noch nicht so ganz fertig. Euer Ernst? Nö. Ja. Ich würde sagen, der braucht noch mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja. Es gibt Verzögerungen im Baubetriebsablauf, schreibt die Bahn. Die Arbeiten dauern länger als geplant, weil der Boden sehr weich ist und mit besonderen Bauverfahren verstärkt werden muss. Ja, das ist unglücklich. Schlecht. Ja, ne, ist. Finde ich überhaupt nicht gut. Ne? Und plötzlich war der Bahnübergang dicht und die Fußgänger standen, ja, wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Erst gucken, dann prüfen, dann nochmal gucken, dann überlegen, ob der Platz für die Unterführung ordentlich gewählt ist. Den Tunnel erst bauen und dann die Bahnstrecke drüber. Wäre eine Idee, so von mir als Laie. Nahe des alten Bahnübergangs wurde zwar eine Brücke neu gebaut, doch die dürfen nur Autos und Radfahrer benutzen. Fußgänger sind hier verboten. Was bleibt? Nicht Ihr Ernst. Den jetzt noch für eine Möglichkeit. Ich würde sagen, fliegen, weil ich kann das nicht. Die Bahn wäre nicht die Bahn, wenn sie sich nicht eine pfiffige Lösung ausgedacht hätte. Für FußgängerInnen bietet die Deutsche Bahn einen Shuttle-Service an. Allen Ernstes? Einen Shuttle-Service. Der am Ende mehr kostet, als wenn man an der Brücke links und rechts Fußgängerwege angebracht hätte. So als Ersatzmöglichkeit für den noch nicht vorhandenen Tunnel. Und hier kommt er. Nicht einfach nur ein Taxi, sondern der mobile Tunnelersatz. Also, das ist ein Shuttle-Service von Bahnhof zur Deichstraße und Deichstraße zum Bahnhof. Für viele ein noch etwas ungewohntes Angebot. Die Leute kommen zu mir und fragen, wie sie auf die andere Seite kommen. Und dann sage ich denen, ja, das ist doch ganz einfach mit dem Taxi. Und die nehmen das nicht für voll. Die meinen alle, ich will sie jetzt da auf den Arm nehmen. Fühlen Sie sich manchmal... Also ganz ehrlich, wenn ich zu einem Kiosk gehen würde, würde ich fragen, entschuldige mal bitte, wie komme ich denn auf die andere Seite? Und der würde mir sagen, ja, nimm das Taxi, das da vorne steht. Da würde ich ihn auch, angucken wahrscheinlich und mir denken... Hast du sie noch alle? Wieso soll ich das Taxi nehmen? Ich will doch nur auf die andere Seite rüber und nicht von hier bis zum nächsten Flughafen. Hä?
Also nicht nur, dass das undurchdacht ist, zulasten der Umwelt geht, die Bahn will ja immer so umweltfreundlich sein. Wenn mehr als, sag ich mal, 8 bis 10 Leute kommen, es Probleme gibt mit der Menge der Taxis wahrscheinlich, die auch noch ein Heidengeld kosten, was dann wieder auf die Fahrpreise aufgeschlagen wird, das kennen wir ja alle, finde ich das eine absolut dämliche Idee. Als Tunnel? Eigentlich nicht. Aber gut, ne? Irgendwie muss man das ja dann auch machen. Und also ich kann mir vorstellen, dass die Taxis oder das Taxiunternehmen, was da dahinter steht, sich darüber sehr freut. Die werden nämlich fleißig abkassieren. Das geht so. Vom Bahnhof zum Kreisverkehr, dort rechts abbiegen, über die Brücke bis zum Parkplatz. Moment. Seht ihr da, was ich sehe? Links und rechts, also hier und hier, das sind doch Wege. Die sind nicht breit. Okay. Aber werden die für Fußgänger nicht geeignet? Nur so als Idee. Zum Parkplatz an der Deichstraße. Und wo ist der Shuttle jetzt? Ja, gerade nicht da. Ja, den muss man das ist das nächste Problem. Gerade wie ich es doch angesprochen habe, wenn zu viele Leute sind, dann gibt es Probleme. Das zweite Problem ist natürlich, wenn die Taxis auf der einen Seite stehen, während sie auf der anderen Seite gebraucht werden. Auch etwas dämlich. Anrufen, wenn man rüber will. Das muss man hier alles wissen. Aber die Bahn informiert doch großflächig über ihr umfangreiches Tunnel-Service-Paket. Nicht? Also ich sehe, aber kein Schild. Gesehen? Ah, da! Das muss ja einem auch gesagt werden. Also das Schild ist großflächig. Naja, das üben wir doch mal. Stand auch in der Zeitung, dass es einen Shuttle-Service gibt. Wenn man beim Shuttle-Service Straßenüberführung Deichstraße angerufen hat, kann es auch schon mal etwas dauern. Es gibt manche, die sich beschweren, dass sie dann mal längere Wartezeiten haben. Da kann es auch manchmal eine halbe Stunde dauern. Ist das so schlimm? In der neuerdigen Zeit haben wir es alle viel zu eilig. Eben. Also keine Beschwerden über den unfertigen Fußgängertunnel. Die verlaufen sich hier sowieso in Sande. Ja. So geht's. Das war auch wieder mal wunderbarer, realer Irrsinn, muss ich sagen. Ich find's einfach köstlich, was es in Deutschland so alles gibt und nicht gibt. Ja, ich denke mal, mit diesen Voraussetzungen wird mir das Material auf die nächsten Jahre nicht ausgehen, um euch weiterhin mit solch lustigen Clips zu versorgen. Wie immer, wenn euch der Clip gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Aber geht auch auf die Seite von Extra 3. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Lasst auch den Leuten da einen Daumen hoch und eventuell ein Abo da. Beim Abo sind wir natürlich auch noch gleich richtig. Wenn ihr noch keins habt bei meinem Kanal, wäre es schön, wenn ihr es macht und die Glocke aktiviert. Beides tut nicht weh. Und hilft mir, euch weiterhin so schöne Videos zu schenken. Mir bleibt nur zu sagen, kommt wieder, habt Spaß, lasst euch von der Welt nicht ärgern. Tschüss, sagt euch eure Josie.